Also einer packt und so. Bestehen wir noch oder wurden wir auseinandergenommen? Also hier sind einige Sachen passiert. Okay, also, bringt mich kurz auf den neuesten Stand. Was habe ich verpasst? Also Unge und Early Boy waren bei mir und haben mich geschält. Geschält? Ja, die haben mich geschält. Und rechnen wir uns jetzt bei denen oder nicht? Friedlich jetzt erstmal versuchen, alles zu lösen hier. Ja, ich habe gestern das mit Baloo selbst geregelt, habe seinen Berg in die Luft gejagt. Das hat auf jeden Fall gepasst und damit sind wir jetzt quitt. Okay, warte mal, stopp mal. Wo bin ich hier? Ich bin in irgendeinem Raum, da ist eine Creeper-Farm, glaube ich. Hier ist irgendwas mit einem Verzauberungstisch und einem Amboss drin. Ja, ist das von uns? Ja, das ist unsere Skelettfarm, die wir gebaut haben. Okay, das ist schon mal ganz nice. Aber schön ordentlich machen. Wieder alles. Wie habe ich? Okay, es hat sich doch einiges getan, wie ich sehe. Sehr gut. Es hat sich mega viel getan, Rebi. Ich bin stolz. Wir bauen gerade eine Villager-Farm. Ah, lol, ich bin jetzt ganz oben bei Kevin. Hallo. Ja. Nice. Okay. Ja. Kevin, erstmal hier, nimm die mal bitte wieder. Ja, Digga, ich habe dir letztens auch alle meine Dias gegeben. Ich vertraue dir, Kevin, weißt du? Ja, komm her. Wieso gibst du mir die alle? Ich brauche die nicht. Ich hab doch alles. Ich wollte dir auch was geben. Junge, bist du gestört? Was soll ich damit? Ja, Diamantenrüstung machen. Junge, ich hab nicht mal danke dir, aber ich hab nicht mal genügend Level dafür, Alter. Holy shit. Hier oben ist eine Ender-Chest. Pack das doch in deine Ender-Chest dann erstmal so lange. Alter Schwede, ja moin. Willst du noch mehr? Kevin, ich glaube, das reicht. Ja, warte, nee, ist gar kein Problem. Hier, warte. Nee, ich brauch... Kevin. Du kannst noch ein bisschen was haben, wenn du brauchst. Ist kein Problem, Mann. Was zum Teufel, Alter? Ja, was moin. Fast, 2000 Dias in einer Sekunde. Hä, du hast trotzdem noch eine Eisenrüstung an. Warum, Kevin? Ja, weil ich warte, dass wir endlich mal Mending haben. Das wollen Basti und ich heute auch machen. Wir haben uns gedacht, ihr, ne, Craft Attack 5, ja, die Leute, die haben gesagt so, ja, der Revi, der ist immer so aggressiv. Ja. Und deswegen müssen wir ein paar Maßnahmen ergreifen, dass du mal ein friedvoller Mensch wirst. Und deswegen wollen wir mit dir gemeinsam eine Villager-Farm bauen und unseren eigenen Mending-Villager machen, ja, weil Spark, der hat zwar einen, aber der macht Auge. Der Spark macht Auge? Ja, ja. Er sagt, er will, dass wir dafür Diamanten kaufen bei dem. Ja, sollen wir den nicht einfach umbringen? Nein, siehst du, deswegen bauen wir mit dir eine Farm, damit du lernst, ne, so, dass man das friedlich lösen kann. Ja, klar. Aber warum bringen wir nicht einfach Spark um? Spark umbringen? Ja. Weil er null Tote haben will. Hat er immer noch null Tote? Ja. Da habe ich wohl eine Mission. Das schaffst du nicht. Meinst du nicht? Nee. Alter Schwede. Ja, also es hat sich noch nicht so viel getan, wie ich sehe. Was ist das da oben, Alter? Das ist von Cuddle. Was ist das? Dein Haus. So abgrundtief hässlich aus. Ja, er meinte, ich soll ihm Bescheid geben, wenn das mit den Lianen ein bisschen zu heftig wird. Ich habe halt nichts gesagt, weil das ist ja nicht egoistisch auffassen, aber das ist ja eh über deinem Haus. Also hat mich das nicht so gejuckt, ehrlich gesagt. Das kann nicht so bleiben, denn nee. Das kann ich dir auch noch geben. Du musst sie nur selber reparieren einmal. Ja, wenn du die Level mal hast, dann hast du auch eine vernünftige Spitzhacke. Ach, ne? Danke dir, ja, Kevin, Mensch. Willst du auch noch so eine zum Bauen haben? Okay, Kevin, also ich bin leicht überfordert gerade. Ja, ich habe ja gesagt, ich erledige alles für dich, ja, während du hier mitten im Leben oder Hilf mir am Drehen bist. Aber ne? Kevin, es war nicht Hilf mir, es war, also ich bin jetzt ein Fernsehstar, weißt du? Fernsehstar? Okay. Ja, ja. Ja, wann kommt die Folge Hilf mir? Die kamen schon live am Wochenende, die kamen schon beide, die Videos, also. Ah, okay. Ja, geil, Alter, einmal komplett durchgeschnaut hier, sehr gut. Ich freue mich, dass du wieder da bist, weil jetzt fängt an, dass unser Stadtteil auch mal ein bisschen schön wird, ne, weil Stadt Rot bis jetzt sieht das ein bisschen schöner bei denen aus als bei uns. Okay. Wir brauchen deine architektonischen Meisterkenntnisse. Okay, Kevin. Kevin, erstmal riesiges Dankeschön für die ganzen Sachen hier. Ja, kein Problem. Guck mal, dann sparst du deinen Zuschauern das ewig lange Farben. Weißt du, was sie schon bei anderen Leuten gesehen haben die ganze Zeit? Das stimmt. Das waren einfach mal gerade 200 Dias, Leute, in 20 Sekunden. Easy, Alter. Wirklich. Kann man sich nicht beschweren. Bo hat mir gerade geflüstert, ich habe Kacke in der Hose. Ja, der ist zur Stadt Rot gegangen, ne? Der ist übergelaufen, glaube ich. Ja. Oh. Der ist weggegangen. Ja, Moment, das können wir nicht, also das... Nee, wir müssen das aber friedfertig lösen, ja? Wir müssen für die Liebe einstehen. Mo? Hallo. Ganz kurz. Ja? Du hast Kacke in der Hose? Ja. Warum? Ich habe mich halt gerade auf meinen Stuhl gesetzt. Mhm. Dann habe ich so ein Furzgeräusch gehört. Ich dachte erst, es wäre jemand anderes. Mhm. Aber? Dann rochst du auf einmal richtig komisch. Und du hast ja vorhin schon gesagt, wo wir aufgenommen haben, dass es so komisch riecht. Ja. War ich gerade pinkeln und meine ganze Unterhose ist voll. Aber so Sprühfurz, weißt du, so nass. Okay, weißt du, was viel schlimmer ist? Was denn? Du bist mal Stadtrot. Soll ich da wohl mal vorbeikommen und dann reden wir? Da müssen wir auf jeden Fall reden. Also Mo, tut mir leid, das geht nicht. Revi, du hast doch Kontakt zu Excel, ne? Ja. Ich könnte nämlich noch einen Mitarbeiter in meiner Fettsack GmbH brauchen. Mhm. Und ich habe gedacht, Excel, also die Aufnahmebedingung ist, man muss mindestens 140 Kilo wiegen. Ja. Ich habe Excel mir seinen Livestream angeguckt und ich habe mir gedacht, der wäre echt, glaube ich, ein Top-Mitarbeiter. Wie viel wiegst du? Denkst du über 140? Weiß nicht, zur Sicherheit esse ich die ganze Zeit Chips in meinem Livestream. Ja gut, dann wirst du das auf jeden Fall hinbekommen, dass du über 140 wiegst, wenn du so weitermachst. Komm mal vorbei, ne? Also ich bin heute direkt, als ich das erste Mal sein Haus besuchen wollte, gestorben, weil da ein Schlagloch ist, was einfach bis zum Bedrock fast geht. Okay, ja? Jetzt reicht's. Hör auf, Mo, hör auf! Na, du hast hör auf! Hey!
Du hast angefangen. Okay, ich mach dein Haus kaputt jetzt. Ich mach jetzt dein Haus kaputt. Ich hab kein Haus. Mo, mir fehlt eine Pickaxe. Komm und hol sie dir am Spawn. Nein, verpiss dich jetzt. Du kommst jetzt zu mir, du Missgeburt. Ja, du musst immer ausrasten. Ganz ruhig, ja. Hör, wenn du mich triffst, ich töte dich nochmal, ne? Nein, das verboten. Du machst meine gute Rüstung. Okay, Chat, ihr müsst sehen. Hey, stopp. Mo, hör jetzt auf. Ich bleib hier stehen. Ich bin versteckt. Richtig. Ich darf hier ansatzweise irgendwie hin. Hallo. Bist du gerade auch live? Ja, vielleicht. Warum bist du denn so laut? Ich sag mal so viel, Izzy, ich würde mich wirklich freuen, wenn du Teil unserer Nachbarschaft wirst. Teil eurer Nachbarschaft? Genau, wenn du dann hier bei Craft Attack... Wer ist denn so generell so die Nachbarschaft bei dir? Ah, so in das sind super Typen. Das ist Cuddle, Patrick, also... Gamers Time, Basti, ich, also Spark auch irgendwo im Geiste bei uns. Ja, so halb. Ja, also. Ah, und der Spark ist auch da, hallo. Ja, ich bin neutraler, aber ich helfe so hier und da jedem Mal, also. Mensch, Excel. Hallo, Revi, endlich hören wir uns. Ja, ist doch schön, oder? Ja. Hier, ich hab für dich... Hallo, Excel. Einen Apfel für dich, ist gesund. Ich hab genauso viele Buchstaben im Namen wie du. Ich wollte einfach nur wissen, wie es dir geht. Mir geht's super, Excel. Wie geht's dir? Auch. Und dir? Ja. Ich kann mich nicht beschweren. Du bist Teil der Fettsack GmbH, habe ich mitbekommen. Weil Kevin hätte dich gern als Angestellten der Fettsack GmbH. Ja, gut. Ich meine, ich habe ja mein eigenes Feld. Ja, ihr könntet ja zusammenarbeiten. Zwei Essensmogule an einem Platz, oder? Was meine Gesinnung angeht, bin ich ja neutral wie die Schweiz. Ah, ich ja auch. Ja, mal mehr, mal weniger, ne? Ja, genau. Ist ja immer. Mal werden Felder gesprengt oder mal auch nicht, ne? Excel, Revi, das Feld. Nein, das habe ich nicht verkraftet. Das habe ich nicht verkraftet, Revi. Ich muss jetzt erstmal eine Schokowaffel essen. Ach so. Ja, Izzy. Ja, weiß eigentlich einer, wann es wieder McDonalds-Gutscheine gibt? Nee, aber Burger King hat immer diese App. Mega geil. Ja, hab ich noch nie gemacht. Nee, die App ist richtig nice. Da kannst du also wenn du so frisst wie ich, dann kannst du richtig viel sparen. Alter, weißt du, wie viel ich manchmal fresse? Oh ja, also ich kann Izzy, willst du dir das nicht nochmal überlegen? Also ich fühle mich ja genau richtig eigentlich. Oh, Miss Rock hat auch mal Diamanten gefunden. Nice. Deine Freundin. Ich hätte gerne eine Freundin, bin ich ehrlich. Ich bin ja gerade auf der Suche nach einer Freundin. Ich hab ja auch bei eine geile? Schwere Tochter. Ja, ich habe auch bei Schwere Tochter gesucht mitgemacht. Was ist denn Schwere Tochter gesucht? Musst du auf meinen Kanal gucken, ist ziemlich lustig geworden. Ja, und da habe ich mitgemacht. Ach Mann! Welcher Hund hat die Brücke gesprengt? Ey, ihr Bastard. Spark ist in der Gruppe. Spark TS. Ich schwöre es euch ganz ehrlich, ey, ohne Witz, Geburten, Alter. Ich weiß nicht, ich bin gerade eben erst wieder hier hochgekommen. Das hast du gesehen. Ey! Mann, was für ein Abfuck, Digga, wirklich! Ich schwöre, ich war das echt nicht. Ja, komm schon. Nee, ich bin wirklich. Ja, f***t euch doch alle, Alter. Mann, wie behindert unnötig das wieder ist. Unglaublich, Mann. Unglaublich. Ja, jetzt packe die ganze Brücke ab, oder was? Geil. Richtig witzig, Leute. Richtig witzig, ehrlich. Krank lustig. Ey, Digga. Ja, krank witzig, wirklich. Hahaha. Ja, guck dir den Scheiß auf. Ganz ehrlich, Alter, ich verpiss mich, Junge. Ey, was habt ihr denn davon, ihr Hupensöhne? Ja, komm, wisst ihr was, Leute? Ich verpiss mich jetzt schon wieder woanders hin. Kein Bock hier drauf, ehrlich. Ich suche mir jetzt wieder eine komplett eigene Stadt. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, hier mit irgendwem zusammen irgendwas zu machen. Ja, komm, ich geh jetzt einfach, wirklich. Nehm jetzt meine Scheiße hier und verpiss mich, ehrlich. Auf Wiedersehen, wirklich. Finde ich so unnötig einfach. Finde ich kein bisschen witzig. Ja, mein Feld wurde auch abgebaut. Krank funny. Mad funny, Leute. Wirklich. Ich gehe jetzt einfach. Wisst ihr, Leute? Nehme jetzt ein Boot und fahre richtig weit weg. Ich mach einfach mein eigenes Ding jetzt. Ich mache jetzt mein eigenes Ding, wirklich. Schreiben, Devi, wieso willst du gehen? Nee, Kevin. Warum willst du gehen? Weil ich keinen Bock hab. Du baust doch gerade hier diese geile Brücke. Es war von Anfang an eine beschissene Idee, direkt bei anderen Leuten in der Nähe zu bauen. Wirklich. Hä, wieso? Also, ich hab doch gar nichts jetzt gemacht, eigentlich. Hm. Ich hatte gerade nur Probleme mit meiner Maus. Ja, mad funny, wirklich. Ey, nein, jetzt wirklich, ich hab bei dir nicht gesprengt. Nee, Kevin, Digga, ich bin da raus, ehrlich, ich bin da raus. Ich baue mir jetzt hinten irgendwo ganz alleine was so. Wer hat das denn kaputt gemacht da? Guck mal, im heutigen Stream schon wieder, Alter. Ich muss mir wieder die letzte Scheiße wieder geben. Irgendwelche Affen, die halt meine Enderkiste kaputt zu machen, alles, was ich da gebaut habe, habe ich keinen Bock drauf, wirklich. Wie nicht. Enderkiste? Du hattest eine Enderkiste? Ja, hatte ich auch, hat Excel auch kaputt gemacht. Ich hab da nichts von so. Ohne Witz, ey, wenn du hier bleibst, ich helf dir, wir machen den kaputt, Junge. Ich will Excel nicht kaputt machen, ich will keinen Stress, ich will einfach in Ruhe bauen, aber nicht mal das funktioniert. Nein? Excel! Ich fordere dich heraus. Ja? Ich fordere dich heraus zum Kampf der Fettsäcke. Warum ist denn passiert? Ja, aber du hast hier Revi vertrieben. Nein. Du hast bei ihm kaputt gemacht hier. Nein. Hallo? Ja. Hörst du mich? Ich höre dich. Wie kommt man in Craft Attack rein? Willst du mitspielen? Ja.
Wenn ich darf, okay. Bis gleich. Ich mach's jetzt so, ich baue jetzt mit Tuttle einfach eine Stadt. Fertig. Ich hole jetzt Tuttle hier rein, dann baue ich mit dem eine Stadt. Juckt mich dann auch nicht, Leute. Was haltet ihr davon? Das ist schon hart asozial, so, ganz kurz. Und Sander kann das bezeugen hier mit Revi, ne? Ich habe gerade noch kurz gesagt, ich freue mich richtig, dass Revi so Gas gibt. Hey, ganz kurz, ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie ich es mache. Tuttle hat mich gerade tatsächlich angerufen, der wird jetzt auch gern hier in Crafttech kommen. Ich werde dann noch Spawn einsammeln und mit dem was Eigenes bauen. Eine ganz friedliche Stadt, wo es nur darum geht, Spaß und Freundschaft zu haben, mehr nicht. Hey, ich habe gedacht, wir wollten uns hier schön aufbauen. Ich habe alles extra vorbereitet. Müssen wir erstmal abstimmen. Erstmal mit dem Teamspeak hier reden. Nee, Tuttle müssen wir nicht abstimmen. Hallo. Also, pass auf, T. Ja. Ich hole dich jetzt direkt hier rein, dann hole ich direkt mit dem Boot am Spawn ab, dann fahren wir zu zweit ganz weit weg, okay? Okay, ja. Axel, was? Bitte, hör mir ganz kurz zu. Nee, du hast mir den Spaß am Projekt kaputt gemacht. Revi. Nein? Revi. Wegen dir habe ich keinen Spaß. Ich bin im falschen Moment dazu gestoßen. Du bist genau im richtigen Moment dazu gekommen. Übrigens, Craft Attack ist das Projekt der Freundschaft. Revi, ich mache jetzt was für dich, ja? Mhm. So, du wirst begeistert sein, Revi, weil das ist nur für dich, ja? Wenn du jetzt mit irgendeinem Müll kommst. Nein, das ist kein Müll, wirklich, versprochen. Ich werde mir ganz viel Mühe geben für dich. Revi, bist du bereit? Ja, Fame, ne? There's a calm surrender to the rush of day. And can you feel the love tonight? Revi, ich liebe dich. Oh, Revi. And can you feel the love tonight? Revi, kannst du Liebe spüren? Lass uns zusammenziehen, Revi. Revi, es tut mir wirklich leid. Also ich muss jetzt ganz ehrlich mal sagen... War das die 10-Stunden-Version? Ich bin dir wirklich sehr dankbar dafür. Ich bin jetzt wirklich zurückgekommen. Oh, das freut mich. Aber auch wirklich nur, weil du es bis zum Ende gesungen hast. Also du hast es komplett durchgezogen. Ja. Ich hätte von dir erwartet, dass du halt nach der Hälfte aufhörst, aber du hast es wirklich bis zum Ende durchgezogen. Ich fand das mega süß. Ich fand es wirklich schön. Du hast tatsächlich eine sehr, sehr schöne Stimme. Oh, danke. Ich möchte jetzt nur, dass Kevin sich bei mir noch entschuldigt, dann bin ich hier wieder fein raus. Tut mir leid, was auch immer ich getan habe. Kevin, du hast eben meine Brücke kaputt gemacht. Ich habe deine Brücke nicht kaputt gemacht. Das hat Sander einfach nur so geschrieben. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Gut. Also ich da mal komplett raus. Ich kann bestätigen, dass Kevin nichts gemacht hat. Wirklich. T, hörst du mich noch? Ich musste jetzt leider sagen, dass wir nicht mehr zusammenziehen können, weil Axel Ständchen hat mich halt wirklich da vom Gegenteil überzeugt. Du bist trotzdem herzlich willkommen bei uns, weil wir haben hier nämlich eine richtig schöne Gemeinschaft aufgebaut. Und ich würde mich wirklich freuen. Ja, wirklich eine echt gute Gemeinschaft. Wenn du hier zu uns kommen würdest. Es wäre einfach eine schöne Zeit. Wir ziehen alle zum Eisernen Pakt. Boah, ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Bock auf euch. Ach so, ich kann nicht nachvollziehen. Es tut mir leid. Um wen geht's da genau? Auf wen hast du keinen Bock? Ja, ich mute mich mal kurz und lese. Ich bin gleich wieder da. Du Hundesund. Naja. Und als kleines Zuckerstück nochmal oben drauf, will ich euch meine Dienste anbieten, indem ich zu euch switche in die Stadt. Nein. Was? Hä? Ich verlasse die Stadt rot. Axel, nein. Willst du zu uns kommen? Zu unserem Stadtteil? Das ist nicht dein Ernst. Axel, du bist herzlich willkommen. Und ich, danke. Und ich möchte jetzt, ich möchte jetzt nur ganz kurz sagen, Axel, ich nehme dich wirklich gerne und offen auf und möchte nur betonen, dass ich einfach nur inständig hoffe, dass du keinerlei böse Intentionen hegst. Meinst du, du schaffst das mit zwei Fettsäcken in deiner Umgebung, Revi? Es gibt genug Essen für du alle. Du weißt, dass wir sehr viel essen, ne? Leute, das war ein Witz. Also, irgendwann ist auch genug. Ich bleib in Stadt Rot. Oh, Bruder. Bruder. Gerade Tränen nah.